ist das Fach Kunst in ganz besonderer Weise dazu geeignet, den Zugang zu fremden Kulturen zu öffnen? Können also die in den Bildungsplänen geforderten interkulturellen Kompetenzen gerade in diesem Fach vorbildlich vermittelt werden? Ein Gespräch mit Dr. Hubert Sowa, Professor für Kunst und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Hubert Sowa ist Mitautor des Kunstbildatlasses und Mitherausgeber der pädagogischen Zeitschrift Kunst und Unterricht. Weil wir eigentlich das Fach sind, über das Zugang zu fremden Kulturen am direktesten möglich ist, über Bilder. Die Texte fremder Kulturen sind schwer zugänglich, aber die Bilder und die Monumente sind überall zugänglich. Die Menschen fahren ja auch in alle Welt und sehen sich Bauwerke an oder Museen. Und sie kennen es wohl oberflächlich, es gehört zum Bildungshorizont eines heutigen Menschen dazu. Und insofern gehört es dann auch zum Gegenstandsfeld unseres Faches. Also das Fach Kunst hatte schon immer ein starkes Interesse an fremden Kulturen. Bloß wurde das vielleicht früher etwas naiver gemacht. Man hat zum Beispiel gesagt, okay, Afrikaner haben Masken und jetzt bauen wir mal aus Schuhkarton eine Kindermaske. Oder Indianer haben Federschmuck, also machen wir mal ein Bild über geschmückte Indianer oder über Eskimos am Eisloch. Also als Thema war das schon präsent. Aber ich denke, man muss heute natürlich wesentlich respektvoller, ernsthafter mit sich den fremden Kulturen annähern. Wir haben das versucht, eben in unserem Bildatlas auch eine quer durch das ganze Buch immer wieder zu zeigen, was passiert denn um 300 vor Christus, wo jeder weiß, hier war in Europa die griechische Kunst, was passierte denn da um diese Zeit in China oder was passierte in Afrika oder in Mexiko. Da zerbröselt eigentlich die Vorstellung, dass die europäische Kultur die einzige Insel der Seligen ist, und wir sehen einen unglaublichen Reichtum an fremden Kulturleistungen, die uns mit Respekt erfüllen müssen. Das hier ist ein australisches Gemälde, was einen Lebensraum eines Clans zeigt. Kraftzentren. Und dazwischen sind Spuren von Menschen und Tieren, diese Punkte. Die Kraftzentren sind miteinander verbunden. Und wir müssen uns vorstellen, dass diese Vorstellung einer Region dann dazu dient, für die Menschen sich drin zu orientieren auf diesen unablässigen Wanderschaften. Und dieses Dot-Painting-System, also Dot-Painting, diese Fleckenmalerei, Fußstapfenmalerei, haben wir nun in eine Grundrisszeichnung des Schulgeländes eingebracht, also die Kinder. Die Kinder mussten Orte, die für sie wichtig sind, an denen sie sich aufhalten, Wege, die für sie wichtig sind, Stellen, an denen sie zusammensitzen. Sie mussten die mit verschiedenen Farben und Punktformen in diese Landkarte eintragen. Und dabei entstand etwas, was ähnlich wie das australische Gemälde zunächst mal wie ein völlig ungegenständliches Gebilde ausschaut, aber in Wirklichkeit eine exakt dechiffrierbare Kartierung eines lebensweltlichen Bereiches ist. Zwei Lernziele gleichzeitig erreicht. Die Schüler lernen Grundrisse zu lesen, darzustellen, Landkarten zu lesen und darzustellen. Und sie erkennen, dass es verschiedene kulturelle Wege gibt, also verschiedene Interpretationsweisen dieser Landkarte. Und man kriegt dabei auch Respekt vor so einem Volk, was das vielleicht schon seit 15.000 Jahren gemacht hat. Wenn wir im Stuttgarter Osten
in einer Realschule sind, da haben wir oft 80%, manchmal 90% Jugendliche, die aus anderen Ländern Europas oder außerhalb Europas kommen. Natürlich sehr viele türkische Jugendliche. Das ist vielleicht die relevanteste Gruppe jetzt in diesem Stadtteil. Jetzt gibt es ein Problem zwischen der türkischen Kunst, wenn man mal so sagen will, und der westeuropäischen Kunst, weil die eine, unsere, seit Jahrhunderten sich in Richtung Bild sehr stark entwickelt hat, Plastikbild. Die türkische Kunst hat sich sehr auf Kalligraphie bezogen, auf Ornament und auf Architektur. Das sind die entscheidenden Medien dort. Die ist genauso hoch entwickelt wie die westeuropäische Kultur, nur sieht sie anders aus. In der europäischen Moderne gibt es jetzt nun zum Beispiel eine starke Skepsis und einen Zweifel, eine Ablehnung des Ornamentalen, auch in der Kunstpädagogik etwa in Deutschland. In den 20er Jahren war Ornamentik noch ganz fest in den Lehrplänen drin. Alle Kinder haben Ornamentik gemacht, im Handarbeitsunterricht, im Werkunterricht, im Kunstunterricht. Seit den 60er Jahren ist das Ornament verschwunden, aus einer gewissen Verachtung und Arroganz heraus. Es wird als niedrige Volkskunst verstanden. Ein türkisches Ornament oder eine türkische Kalligraphie ist ein hochkomplexes geistiges Gebilde. Eine Auseinandersetzung mit diesen Formen, man muss sie erstmal überhaupt lesbar machen für die Kinder. Das ist genauso bedeutsam wie ein Gemälde von Leonardo da Vinci. Wenn man zum Beispiel sich mit dieser Thematik sowohl theoretisch als auch gestalterisch befasst, trägt das ganz viel zur Verständigung bei. Also die türkischen Jugendlichen sind ja sehr stolz und froh, dass ihre Kultur auch im Kunstunterricht ernst genommen wird. Es ist eine Querschnittsaufgabe sozusagen. Das wäre das Falscheste, was man machen kann, so als Sonderkapitel. Ab jetzt ist nun, was weiß ich, China dran oder die Türkei. Nein. Das wird eingeflochten, also beispielsweise man setzt sich auseinander mit Landschaftsdarstellung. Meinetwegen, man macht ja, impressionistische Landschaften und plötzlich hört man, liest man, ja, Monet hat sich mit japanischer Kunst befasst und Van Gogh hat japanische Farbholzschnitte gesammelt. Da ist dann der ganz natürliche Anschluss zu sagen, okay, wir schauen uns die einfach auch mal an. Und die sind ganz anders als die europäischen Landschaften, aber die europäischen Maler fanden das sehr interessant. Und plötzlich ist man in einer ganzen Globalisierungsproblematik drin. Eigentlich geht es um Wahrnehmung von Landschaft. Und dabei bleibt man auch und wir malen dann ein Landschaftsbild. Aber es kommt so immer im Augenwinkel die Erkenntnis dazu, es gibt nicht nur unsere Sicht. Genauso wäre es mit einer menschlichen Figur, mit einem Porträt, es wäre mit Architektur so. Überall taucht doch immer am Rand das Fremde sozusagen auf und das wird dann mit reingenommen. Der Mensch ist schon immer etwas egozentrisch strukturiert und verabsolutiert sein eigenes Weltkonzept und glaubt, es sei das Einzige und es sei auf jeden Fall, wenn es andere geben mag, dann besser. Ich glaube, jeder, der sich mit fremden Kulturen befasst, wird erst mal einige Zentimeter kleiner als Mensch. Und plötzlich erkennt er dann, zum Beispiel ein türkischer Andachtsraum und eine deutsche Kirche sind zwei völlig verschiedene Räume. Einerseits sind auch scheinbar verschiedene Religionen, aber plötzlich, das sind doch
die sind doch dieselben Dinge. Da gibt es zum Beispiel eine Apsis, die zeigt nach Osten. Oder da gibt es den Umgang mit Farbe. Oder es gibt den Umgang mit Raum, mit Raumstrukturen. Und plötzlich erscheint unser Ereignis keineswegs mehr als singulär. Plötzlich sind diese vermeintlichen Unterschiede alle nur relativ. Denn es sind doch immer dieselben Inhalte, um die es geht. In allen Kulturen geht es um dieselben Inhalte. Was ist der Mensch? Was ist die Zeit? Was ist die Welt? Was ist die Ewigkeit? Was ist Liebe? Was sind Bedürfnisse? Diese Inhalte sind völkerverbindend. Und ich glaube, es wird Zeit, dass das in der Bildung ganz, ganz stark in die Mitte gerückt wird. Weil wir haben im Moment eben diese furchtbaren Globalisierungsprobleme. Und wir haben Kräfte, die auf Konfrontation drängen. Da müssen wir von der Basisbildung her aus ein anderes Denken reinbekommen.